Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Videoprogramm ist nicht für Kinder geeignet. Herzlich willkommen, es ist wieder Trödelzeit. Genau, heute sind wir an der Uni in Dortmund. Da ist immer Trödel jeden Samstag. Kommt man natürlich nicht immer hin, ne? Weil samstags würden wir mal ausschlafen. Aber ich war heute sehr, 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 sehr früh wach. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier schön an der Uni Dortmund entlang. Ja, super. Da verkaufen Studenten auch öfter mal was. Da findet man immer mal geile Sachen. Geht schon wieder los, ne? Nur Händler hier. Zeugs, diese Klamotten kann man kaufen, kannst dich neu einkleiden oder hier neues Shampoo kaufen oder Handyzubehör natürlich auch. Aber das wollen wir ja alle nicht. Das ist immer, das finde ich an neumodischen Trödeln total nachteilig. Die Händler, die ja ihre komische Scheiße rausramschen. Das muss ich nie haben, ne? Das müssen wir nie haben, ne? Nee. Bei den Hörspielen zugeschlagen. Sage ich euch ganz einfach, die waren alle schon so ein bisschen ramponiert. Ne? Also ausgeblichenes Cover, Tape nicht in gutem Zustand, draufgemalt etc. pp. Das ist nicht so gut. Das wollen wir nicht. Wir wollen schon ja in einem annehmbaren Zustand. Aber das war schon zu weit darunter. Das geht leider nicht. Aber wir gucken weiter natürlich. So, es beginnt auch wieder das lustige Spiel, wo ist die Frau, ne? Weil die bleibt ja nicht stehen, wenn man irgendwo guckt, ne? Die läuft einfach wie so ein Kleinkind weiter und man sucht sie dann immer. Da ist sie, ne? 20 Minuten später. So, da haben wir schon den ersten Fang des Tages gemacht. Das zeige ich euch aber im Anschluss, kennt ihr ja, ne? Da kommt immer am Ende, boah, diese scheiß Maske rutscht oder so, ist aber wurscht. Videospiel. Jetzt müssen wir natürlich noch auf die Jagd gehen nach Vinylschallplatten. Obwohl die hier sehr viele haben, aber die sind alle in so einem mega desolaten Zustand. Und natürlich Toys. Aber Toys sieht eher schlecht aus hier. Nein, wir versuchen es, wir bleiben weiter dran. Ne? So, da hatten wir jetzt auch ein paar Metal-Platten. Auch in gutem Zustand, preislich auch in Ordnung, aber, entweder habe ich schon oder brauche ich nicht. Das sind immer die beiden Totschlagargumente. Kann man nichts machen, aber ist ja gut. Wir haben einen Fang, haben wir. Und ich bin mir sicher, hier werden wir noch sicherlich etwas anderes finden. Da gehe ich doch mal stark von aus. Ich hoffe, man kann mich überhaupt hören unter dem Ding. So mal als Tipp für euch, ne? Der ist ein sehr großer Trödelmarkt hier. Da kann man auch schon mal so ein Stündchen oder zwei rumlaufen. Aber wir brauchen ja eigentlich nur eine Bratwurst. Ne? Ohne Bratwurst ist das nicht komplett. Naja, wenn ich nichts mehr finden sollte, alles gut. Ich habe einen Teil, das ist immer gut. Jetzt haben wir hier noch Platten aus der Jugendzeit. Aus der Jugendzeit. Komisches Zeug. Naja, wir gucken nochmal, ob wir ein bisschen Spielzeug finden. Da hätte ich Bock drauf. Da hätte ich nochmal richtig Bock drauf. So, haben wir gerade noch einen anderen Stand gehabt, ne? Auch so Rock-Metal-Zeug. AC/DC voll gut. Hätte ich mir mitgenommen, wenn da eine Platte drin gewesen wäre. Und dann war noch eine Scorpions-Platte am Start. Da dachte ich mir so, komm, dann nehmen die Scorpions mit. Preis 20 Euro. Ich so, ey, braucht man gar nicht anfangen zu handeln. Da hätte ich 3 für gegeben oder so. Maximal 5. Ja, dann lassen wir es halt stehen. Nee, ey, ich fasse es immer nicht, ne? Die Leute denken, oh, Vinyl hier, voll angesagt, hast du nicht gesehen. Und dann überschätzen sie sich und ihre Ware.
Schade. Ah, da sind noch PlayStation-Spiele. Da gehen wir jetzt mal hin. Jetzt mal auf der Jagd nach einer Wurst, ne? Wollte ich mir eben eine Wurst kaufen, haben die keine Brötchen. Ohne Brötchen ist das nicht nahrhaft. Aber hier sind ja noch mehr Stände, ne? Da werden wir noch zu unserer Wurst kommen. Endlich Bratwurst. Lecker, 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 lecker Bratwurst. Mmh. Oh, heiß. Mmh. Heiß, 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 heiß. Aber nochmal lecker. Trödelmarkt ohne Bratwurst geht halt nicht, ne? Na, was da wohl drin sein mag. So, jetzt geht es dem Ende zu. Fun Fact, Spielzeug, nichts gefunden. Leider. Waren dann doch ein, zwei Händler zu viel. Beziehungsweise die Leute wollen teilweise Preise an. Das geht gar nicht. Also 40 Euro für eine lose Super Nintendo Cartridge. Also so gut kann das Spiel nicht sein. Oder so begehrt kann das Spiel nicht sein. Und es waren auch keine Klassiker oder irgendwelche Spiele, die hochpreisig gehandelt werden. Deswegen habe ich noch diese Tüte, habt ihr ja gerade gesehen, mir geholt. Und was da drin ist, das sehen wir gleich. Jetzt rutscht die Maske schon wieder. Scheiße. Ich habe doch noch Spielzeug gefunden. Nichts Besonderes, ne? Erkläre ich euch später, warum ich genau das mitgenommen habe. Das hat Gründe. Jetzt erstmal einen schönen grünen Waldmeister-Slush. So grün wie das da. Ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Auf dem Weg zurück. Nach getaner Jagd sitzt man hier wieder schön auf dem Balkon und hat endlich mal ein Bier. Ping erstmal, ne? Ach, jetzt gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Ne? Ich habe hier eben gesagt, die Tüte. Fangen wir mal mit unspektakulären Sachen an. Hier, Kellogg's Organic. Keine Ahnung. Flocken für die Frau. 20 Cent. Da kann man mal machen, ne? Und was viel wichtiger ist, für den Herrn, ne? Das wird spannend. Saure Schnüre. 3 Euro. Ne? Die muss man auch noch haben. Und so Erdbeerlutscherstangen auch 3 Euro. Das nimmt man mit. Und jetzt kommen wir mal zu dem interessanten Zeugs. Ein Videospiel. Metal Gear Solid 2 Substance. Das ist eine Special Edition. Ich habe mich ja letztes Mal vertan. Ne? Da habe ich gedacht, Twin Snakes für GameCube wäre Sons of Liberty. Ist es gar nicht, ist der erste Teil. Danke nochmal für den Hinweis in den Kommentaren. Jetzt haben wir aber wirklich Sons of Liberty für die PlayStation 2 plus Substance noch so VR-Missionen dabei. 5 Euro kann man auch machen. Dann haben wir hier... Achso ja, Kaugummis. 4 Stück für 1 Euro. Also willst du in die Tüte rein? Willst du in die Tüte rein hier? Ossi. Weiter geht's, ja. Kleine Sturmtruppen, Püppchen, ne? Hier, was haben wir, was ist das für eine? Ist neu, Hasbro, irgendwas, keine Ahnung. Ist das schon mit, ne, ist nicht mit Gelenken. Ja. Euro. Und den Bosk Hero Smashers. Ja, normalerweise, ich weiß, ich sammle nur Vintage-Zeug. Aber bei Bosk mache ich eine Ausnahme, weil ich den Charakter so geil finde, sammle ich von dem echt alles. Also scheißegal, welche Toyline. Auch für 1 Euro irgendwie fehlt die Waffe zwar, aber naja, zum Hinstellen ist es auf jeden Fall schön. Ja, und das war's dann auch hier mit meinem kleinen Trödelmarkt-Haul. Diesmal gab es ja auch ein bisschen mehr, letztes Mal war es ja nicht so gut. Ja, und jetzt sage ich nochmal Ping hier, ne? Schön. Das Nordlicht-Landbier mild mit 5 Umdrehungen, sagen wir mal Ping. Und ihr wisst ja, zu viel Internet ist ungesund, ne? Deswegen jetzt abschalten. Abschalten, abschalten, abschalten. Na komm!